Spitzenspiel in der Bezirksliga SG Eppenbrunn gegen FV Olympia Ramstein. Eppenbrunn genügt ein Unentschieden zur Meisterschaft. Ramstein muss das Spiel gewinnen, um den Relegationsspielen gegen Schmidtweiler Karlbach aus dem Weg zu gehen. Mit drei vollen Fanbussen reiste die Olympia nach Eppenbrunn und wurde somit von einer großen Menge an Fans und Zuschauer unterstützt. Schiedsrichter dieser Top-Partie wurde Julian Hassler, der stets von allen Spielern akzeptiert wurde und immer ein gutes Gehör für die Spieler hatte. Eine Top-Ansetzung seitens des Verbandes, trotz seiner noch jungen 18 Jahre. Ramstein direkt offensiv bemüht und Stefan Bosle nach Pass von Roman Schedron mit der ersten Offensivaktion. Nur 5 Minuten später hatte Josef Hindi nach Zuspiel von Robert Smitherman die Möglichkeit, per Fallrückzieher ein schönes Tor zu erzielen. Schade, das wäre sicher ein toller Treffer gewesen. Ramstein hatte mehr Torraumszenen und war bemüht, in Führung zu gehen. Eppenbrunn lauerte auf Konter und wurde fast belohnt in der 17. Minute, doch Hahn scheiterte knapp. Ramstein mit deutlich mehr Ballbesitz, doch der Gastgeber lauerte auf Konter weiterhin und suchte die Zweikämpfe. In der 26. Minute ging Eppenbrunn völlig überraschend in Führung, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Es mangelte nicht an Zweikämpfen, es stand schließlich die Meisterschaft auf dem Spiel, aber Schiedsrichter Hassler hatte alles im Griff und musste 5 gelbe Karten verteilen. Vier Minuten vor Halbzeit dann die Erlösung für die Olympia. Nach toller Vorarbeit von Daniel Weilert köpft Spielertrainer Jonas Jung die Führung zum 1:0. Stand jetzt wäre die Olympia mit diesem 1:0 Meister. Halbzeitpfiff durch Schiri Hassler. Stand jetzt wäre die Olympia Meister und damit direkt in die Landesliga aufgestiegen. Nur 2 Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Josef Hindi mit einem Kunstschuss das 2:0. Ist das die Vorentscheidung in der Bezirksligameisterschaft? Eppenbrunn braucht jetzt 2 Tore, um wieder an Ramstein vorbeizuziehen. Was Hindi kann, kann auch Roman auf Eppenbrunns Seite. Mit einem tollen Schuss überlistet der Pritschow und verkürzt auf 1:2. Jetzt fehlt Eppenbrunn nur noch ein Tor zur Meisterschaft. Wir lassen die Szene weiterlaufen direkt nach Anpfiff. Denn völlig überraschend gelingt Eppenbrunn nur kurze Zeit später der Ausgleich zum 2:2. Ramsteins Publikumsliebling Benny Hüge misslingt einen Klärungsversuch und somit ist er der perfekte Bewerber für Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, Kaktor des Monats. Mit diesem Ausgleichstreffer war jetzt wiederum Eppenbrunn Meister und versuchte, dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Eppenbrunn glaubte jetzt an seine Chance und hatte nur kurze Zeit später den Führungstreffer auf dem Fuß. Stefan Bosle mit einem Maradona-Pass. Für diesen Pass gehen Menschen ins Stadion.
und Christopher Sedlmayr kalt wie eine Hundeschnauze zur erneuten Führung 3:2. Jetzt liegt die Olympia wieder vorne im Meisterschaftsrennen und könnte mit diesem Ergebnis die Meisterschaft eintüten. Eppenbrunn glaubt noch an seine Chance, doch Oliver Prittschow verhindert den erneuten Ausgleich. Was Benny Hüge zuvor noch misslang, so konnte er hier vorbildlich per Kopf für seinen Torwart klären. Rammstein verteidigte mit Mann und Maus, Eppenbrunn hatte seine Chancen, doch war im Abschluss viel zu ungenau. Letzter Eckball, letzte Chance für Eppenbrunn. Rammstein verteidigt, Schlusspfiff durch Schiedsrichter Hassler. Es ist geschafft, die Bezirksligameisterschaft ist eingetütet. Herzlichen Glückwunsch, als Aufsteiger die Meisterschaft errungen. Das gelinge nicht vielen Vereinen. Wir von Uwe Bolls Platz gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg in der Landesliga. Nach dem Spiel sprachen wir mit Trainer, Spielern und Funktionären über diese Meisterschaft. Bei mir Stefan Bossle. Stefan, kannst du schon fassen, was ihr heute hier vollbracht habt? Nee, es ist unglaublich. Damit haben wir selber nicht gerechnet. Wir kommen als Aufsteiger in die Bezirksliga und dominieren in der Vorrunde absolut unser erster Platz und hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten in der Aufstiegsrunde, aber haben es jetzt im Endeffekt im letzten Spiel entschieden. Wir sind überglücklich und können das alles selber nicht glauben. 22 Jahre nachdem die Olympia das letzte Mal in der Landesliga war, seid ihr jetzt die Generation, die aufgestiegen seid. Ihr habt jetzt quasi vom Aufsteiger zum Aufsteiger. Das haben laut meines Wissens im Südwesten nur der FCK und die SV Elversberg geschafft. Wie schön ist es, als Aufsteiger nochmal aufzusteigen? Ich glaube, das gibt es nicht alle Tage, oder? Nee, absolut. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Man ist im Dauerrausch. Wir werden jetzt die nächsten Tage nur noch feiern, wie es letztes Jahr. Also, es ist unbeschreiblich. Genießt es und gutes Feiern euch, gell? Dankeschön. Ja, ich habe hier den doppelten Meistertrainer hier, Jonas Jung. Jonas, ihr seid letztes Jahr aufgestiegen, ihr habt den Pokal geholt und heute nochmal, sag mal, die Kirsche auf die Torte gesetzt. Wie kannst du dir das erklären, dass ihr heute so den Durchmarsch gemacht habt von der Bezirksklasse in die Landesliga? Ja, noch bin ich ein bisschen überwältigt, fehlen mir auch die Worte. Das Ziel war der Klassenerhalt, dass wir dann so gute Hinrunde spielen, das hat keiner gedacht. Und dann saß ja auch lange in der Aufstiegsrunde. In der Aufstiegsrunde so aus, wie wenn wir noch Probleme bekommen. Aber die Mannschaft hat gerade in den letzten 5 Spielen gezeigt, was in ihr steckt. Alles rausgehauen und dann sind wir am Ende, wie man hier sieht, gegen den Tabelleführer Eppenbrunn verdient auch Meister geworden. Ich kann mich erinnern, vor 5 Wochen standen wir an ähnlicher Stelle auf der Olympia nach einem 7:3 Sieg gegen die SG Eppenbrunn. Da hattest du die Ansage gemacht, dass ihr jetzt aufsteigen wollt. Warst du dir da sicher, dass ihr das packt oder wusstest du, dass es eine ganz enge Kiste wird? Dass es so eng wird, habe ich mir nicht erhofft. Aber das Ziel war dann, das Beste draus zu machen. Nach dem Sieg in Embrun haben wir gesehen, wir können mit dem Besten mithalten. Haben die ersten 4 Spiele verkackt. Darf man das ausstrahlen? Ich denke, ja. Wollten das wieder gut machen. Und wie gesagt, in den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Und das zeigt einfach, dass wir das so sehr wollten. Und die Mannschaft hat sich das verdient. Macht jetzt die Nacht zum Tag, feiert schön und genießt es den Erfolg. Vielen Dank, alles Gute. Ich habe Daniel Weilert hier bei mir. Daniel, du bist noch ein ziemlich junger Spieler. Was bedeutet dir dieser Moment, heute hier mit der Olympia aus Rammstein aufgestiegen zu sein? Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Moment. Also hier die ganzen Buben, also ich kenne sie ja auch alle noch aus der A-Jugend zum Teil, also wie sie alle heißen, auch in Stefan Bosleck schon seit mehreren Jahren. Und jetzt hier aufzusteigen, das ist einfach nur Wahnsinn. Noch nie Landesliga davor gespielt für die meisten hier. Eine Handvoll hat vielleicht schon diese Erfahrung geteilt und jetzt mit dieser Truppe hier das erleben zu dürfen, ich denke, das ist wunderschön. Und nächstes Jahr wird auch geil.
Genießt den Tag, genießt die Feier. Man feiert die Feste so, wie sie fallen. Alles Gute euch für die Zukunft. Alles klar, vielen Dank. Hier bei mir den Siegtorschützen und ich sag mal so den Meisterschützen, Christopher Sedlmayr. Christopher, du hast heute hier das entscheidende Tor gemacht. Wie fühlst du dich, dass du heute absolut hier der Matchwinner bist? Ja, ist atemberaubend. Ist echt atemberaubend, dass mir das geglückt hat. Aber letztendlich muss man halt sagen, es ist eine Teamleistung. Das ist Teamleistung. Wir haben am Schluss alles wegverteidigt. Und es ist unbeschreiblich, Gefühlsausbrüche. Du steigst als A-Klassenmeister auf. Spielst so eine geile Hauptrunde in der Aufstiegsrunde anfangs, du kommst nicht richtig rein, verlierst deine Spiele und dann machst du es unnötig spannend und am Schluss, dass das Ganze halt einfach so ausgeht, ich komme immer noch nicht drauf klar, unbeschreiblich. Kleiner Funfact, du wärst normalerweise heute auf dem Betzenberg, du bist ja vom Beruf Polizist, die FCK hat heute gegen Düsseldorf gespielt. Geht auch ein Dankeschön an die Polizei, an die Kollegen, dass sie heute hier freigegeben haben. Ja, selbstverständlich. Also muss man schon sagen, riesen Respekt an die Jungs, die mir heute das Ganze auch ermöglicht haben, dass ich halt einfach frei bekommen habe. Und ja, geil. Die Kiste geht auf jeden Fall auf mich. Ich glaube, wenn die Jungs das Video sehen, dann werden sie, glaube ich, das genauso abfeiern. Ja, vielen Dank. Genau so machen wir es. Wie gesagt, heute feiern wir. Und drücken die Woche Ebbenbrunn den Daumen, dass man zusammen hochgeht. Ich habe jetzt bei mir hier Ralf Hechler. Du bist eine Ikone in Ramstein. Ja, jeder kennt dich. Du bist der Bürgermeister der Stadt, auch eine Ramsteiner Ikone. Du bist heute hier, feierst mit den Jungs. Das letzte Mal, als die Olympia vor 22 Jahren in der Landesliga gespielt hat, warst du, glaube ich, dabei. Erzähl mal, wie ist das Gefühl heute zu wissen, jetzt hast du Buben hier im Kader, die nachgerückt sind? Genau, Ikone ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin halt original Ramsteiner Bu und habe hier bei der Olympia seit 1980, 81 näher schon die Schuhe. Und wir waren damals tatsächlich im Jahr die Aufstiegsmannschaft 96, 97, sind wir aufgestiegen, Herr Töpfer war Trainer. Dann haben wir eine großartige Truppe gehabt und haben dann ein bisschen in die Relegation damals. Geiselberg war aufgestiegen. Wir haben es dann gepackt und zwar mit 2-2 in Roxheim damals und dann zu Hause mit einem klaren 4-0. Da waren wir nicht daheim, waren wir nicht im Bett, haben uns am Autohof die Zeitung geholt. Damals gab es kein Internet, kein Facebook und schon gar keine andere Sache. Und umso schöner ist natürlich jetzt auch heute ganz viele von den Buben, die heute hier spielen. Wir haben eine sehr einheimische, also Buben-Mannschaft mit Kindern, die hier schon immer Fußball spielen. Ich bin hier noch der Hauptjugendleiter. Wir sind ganz stolz auf unsere Jugendarbeit. Wir freuen uns auch. Und deshalb waren wir heute mit fast 300 Leuten auch da und unterstützt. Ich denke, das hat jeder gesehen, jeder gehört. Und es ist einfach geil. Ich habe mitbekommen, du bist ja, wie bekannt ist, Bürgermeister. Dementsprechend hast du auch die Schlüssel zum Office. Du hast für morgen den Empfang am Rathaus ausgerufen. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man einen Schlüssel hat an einem Feiertag, oder? Das stimmt, es ist Pfingstmontag. Heute haben wir dafür gefeiert, auch in der Kirche heute Morgen, haben gebetet für den Heiligen Geist. Ich habe nicht für die Olympia gebetet, sondern grundsätzlich für alle Menschen. Und darum geht es auch. Aber natürlich habe ich Schlüssel und es geht auch darum, dass der Stadtbürgermeister in dem Fall kurz aufsperrt oder auf den Balkon geht. Wahrscheinlich kommen keine Leute, aber ist egal. Und es ist schön, dass die Bube natürlich ins Rathaus kommen dürfen. Es gibt einen kurzen Empfang. Getränke werden sie hoffentlich dabei haben. Hurra, hurra, die Spiele der Olympia sind da. Lust auf mehr Amateurfußball aus der Region? Abonnieren Sie unsere Kanäle auf YouTube, Facebook oder Instagram.